Meine Lieben, hier ist euer Dragner. Willkommen zurück zu Old World. Ja, ist jetzt gerade meine zweite Aufnahme. Ich habe jetzt schon kurz 2 Minuten drüber geguckt und schon losgeredet, wurde jetzt nochmal unterbrochen. Also nochmal von vorne die Aufnahme. Wir sind im Krieg gegen Babylon. Borsippar wurde erobert. Ich hoffe mal, wir werden Babylon heute auch noch vernichten. Ich glaube nicht, dass hier am linken Rand noch großartig viel kommt. Wir haben 2 City Sites, die wir noch besetzen müssen. Ein Siedler, habe ich gerade eben entdeckt, ist unterwegs. Ich glaube, einen zweiten müssen wir noch bauen. Zumindest hätte ich keinen gesehen. Was ist denn hier? Assyrien. Ja, okay. Assyrien. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen, glaube ich. Aber ansonsten dürfte alles... Oh, hier was. Eine persische Bireme. Okay. Ja, ein bisschen Boote würden vielleicht Sinn machen. Na, was denn los jetzt? Ekbatana würde... Ekbatana, ja, würde theoretisch am Wasser liegen, gell? Hier, Koloss, Pyramiden, ja, Persepolis hat ganz schön viele Weltwunder. Okay, wir schauen einfach mal. Also, wir haben noch eine Militäreinheit zu bewegen. Unsere Spezialeinheit, den Hastatus. Bevor ich den jetzt auch darauf bewege, werde ich den erstmal befördern. Wird dann noch zum aufgewerteten Legionär. So, wo wollen wir hin? Hier oder lieber gleich das Große hier unten? Ich habe ein bisschen Schiss, dass vielleicht hier hinten ein Siedler rauskommt. Ich glaube, wir gehen erstmal hier rüber. Ein Courthouse. Wir wollen... Ist Courthouse Gerichtssaal? Ich glaube schon. Schaut es noch aus? Holz. Ja, wir bauen gleich 2 neue Städte. Heißt noch mehr Ausgaben. Neu gegründete Stadt, glaube ich. Ostia. Könnten wir auch noch mal mehr Hämmer... Und der nächste Priester. Wo haben wir denn das Judentum noch nicht verbreitet? Hier, hier. Und dann gehen wir mal erst hier rüber. Dann ist er eh gleich wieder weg im Endeffekt. Können nochmal? Ja, wir können nochmal. Und dann... Los! Konvertiert. Konvertiert. Sehr schön. Wir haben eine Militäreinheit verloren. Nein. Oh, war da gerade ein Elefant? Was sehe ich denn hier oben? Okay, wir können unsere eroberte Stadt hier verteilen. Wir machen das wahrscheinlich ein bisschen ausgeglichen. Wir haben von den anderen beiden 4 Städte. Nur hier haben wir 3. Aber eine Militärstadt hier hinten, ernsthaft? Auf der anderen Seite, es gibt ja auch Militärpunkte, deswegen warum nicht? Wieso machen wir denn minus 16 Hämmer? Da werden wir wohl ein bisschen entgegenwirken müssen. Was habe ich hier gerade entdeckt? Einen babylonischen War-Elefant, aber der wird hier auch nicht mehr viel ausrichten. Babylon wird in die Hand der Perser fallen. Das ist relativ sicher. Nein, so knapp. Dachte, wir kriegen die Stadt jetzt locker mit einer Einheit. Tja, da habe ich aber falsch gedacht. Denken wir es nicht immer meine Stärke. 120 Kultur in Rom. Oder ein Public Mural für 300 Gold. Schauen wir uns doch erstmal die Kultur schnell in Rom an. Strong. Die Kultur würde jetzt nicht so viel tatsächlich ausmachen. Deswegen schauen wir mal. Ostia Public Mural. 5 Kultur pro Jahr. Projekt, okay. Ja, okay. Hätte ich vielleicht eher die Kultur in Rom genommen, aber ist definitiv in Ordnung. Ein Worker oder einem Maceman. Nehmen wir die Militäreinheit.
Veneration. Friedtheologie. Das ist jetzt Theologie. Eine Weiterverbesserung hier? Ja. Wobei mir eigentlich die Mythologie ja eigentlich lieber wäre, aber wenn wir die schon geschenkt bekommen, dann nehmen wir die. Hauptsache, wir kriegen dann hier Revelation. Oh. Sehr schön. Wenn wir die schon geschenkt bekommen, sind 400 Hämmer, die wir uns sparen. So, wir bauen ein Forum. Wir brauchen Hämmer. Ja, dann ziehen wir halt doch alle Einheiten gleich nach vorne. Wo haben wir noch eine? Da. Kommen wir ja doch noch in die Stadt rein. Jetzt wollen sie den Frieden, aber wir wollen ihn nicht. Wir werden sie vernichten. So, wie schaut's denn aus? Wo wollen wir am besten hin? Okay, hier ist eh die Grenze schon. Dann ist es relativ leicht. Dann nehmen wir alle speziellen Felder mit. Das heißt, hier Ziegen, Pferde, das unten sowieso. Die Frage ist nur, wem geben wir es? Wir wären... Okay, ich bleibe jetzt mal absichtlich hier stehen, weil ich wissen möchte, ob wir dann direkt mit dem Fluss verbunden sind. Was mir allerdings nichts bringt, weil der Fluss nirgendwo hingeht, wo es mich interessiert. Okay, wir müssen einfach nur die Straße hier rüber bauen. Okay, dann was bauen wir? Bewegung, Hämmer. Wir wollen Hämmer, auch wenn es eine Strafe für die Distanz gibt. Die können wir ausgleichen. Wollen wir hier noch ein bisschen weiter bauen? Oder ziehen wir gleich den Handwerker ab? Wir ziehen genau den Handwerker mal direkt ab. Was bauen wir? Wir fangen mal direkt mit einem Forum an. Ja. So. Ein Ministerium. Das ist quasi das aufgewertete Courthouse. Das ist ja interessant. Babylon steht hier noch. Wird wahrscheinlich die Runde jetzt nicht mehr überleben. Hier unten ist noch eine Stadt. Falsche Religion. Die falsche Religion. Okay, wir haben ein Heiratsangebot. 8 Forschung, ein Hammer gegen 3 Forschung und oh, Lammermilch 50% Output. Das wäre, oh, hier hat man Queries. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall Manius Fabius, den Wissenschaftler, weil 8 Hämmer, 2 Militär, 1 Hämmer, 8 Forschung meine ich, und ein Hammer ist natürlich wesentlich besser als das hier unten. Wuhu, okay. Friede mit, nein, Waffenstillstand mit Karthago. Ja. Wir haben Krieg mit Karthago. Okay. Jetzt nicht mehr? Also wir... Warte, Moment, Moment. Wir müssen dafür Karthago Krieg, Tribut bezahlen. Auf gar keinen Fall. Stirb Karthago. Ja, können wir uns vielleicht auch noch angucken danach. Wir können den Gouverneur besetzen. Gut, wenn wir das können. Die Frage ist, ob wir das wollen. Minus 1,8 Gold... Wir machen nur 10,5 Gold momentan. Ja, aber ich nehme dafür die Hämmer, weil die Hämmer
sind mir, obwohl wir machen, ja doch, nehmen wir, machen wir, wählen wir. Kann man immer noch ersetzen, wenn es wäre. Wir könnten eine Mine bekommen für 200 Gold oder plus 8% Gold für die Gouverneurin. Teil 1632. Jetzt ist die Frage, wie wir dieses Teil finden würden. Das ist die Mine hier wahrscheinlich. Interessant. Ein Camel-Arche für 1000 Gold. Ja, nehmen wir mit. Wir haben das Gold. So, und wir hätten gerne, wo produzieren wir am meisten? Militär mehr als genug. Rhetorik-Student wäre immer interessant. Gold wäre momentan auch interessant. Wissenschaft machen wir mehr als genug. Wir nehmen Gold nach dem momentanen Stand der Dinge. Nächste Stadt. Hammer, jetzt bräuchten wir, machen wir ein Treasury, jetzt brauchen wir wieder Gold. Also war gerade ein Siedler, glaube ich, der da gebaut wurde. Habe ich vorhin übersehen anscheinend. In welcher Stadt sind wir? Beneventum. Beneventum, okay. Hier bauen wir mal ein Festival, damit wir auf Level 0 vielleicht mal runterkommen müssen. Man wird wahrscheinlich zwei hintereinander bauen. Oder wir müssen zwei hintereinander bauen. Weil Festival baut ab. Ach, kommt ja aufs Kulturlevel drauf an, genau. Ja, könnte man hier eigentlich auch bauen. Dann sind wir hier auch auf 0. Hier ist unser Festival nicht so stark. Hier bauen wir aber auch eins. Kommen wir auch auf 0. Da müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Oh, hier 3 im Brundisium. Wow. Hier bauen wir aber mal ein Mode. Das Projekt für Stadtverteidigung. Einfach nur wegen Kriegszeiten und so. Einfach nur ein bisschen aufpassen. Neapel. Was machen wir denn hier? Könnte man theoretisch auch bauen. Die Religion macht hier 2 Unruhe. Ernsthaft? Ah, falsche Religion. Hier wahrscheinlich auch. Ja, hier müssen wir unbedingt jemanden herschicken. Okay, hier haben wir noch einen Siedler. Jetzt weiß ich auch, warum der andere Siedler hier unterwegs war, weil der Weg ein bisschen kürzer ist. Aber das ist nicht so wild. So, Militär. Militär. Du gehst mal hier hin. Babylon gefallen. Schade. Ich hätte jetzt da gerne noch ein kleines bisschen dazwischen gefunkt. Aber zu spät für mich. Dann wird Mari wahrscheinlich die letzte Stadt sein, die hier noch steht. Nehme ich jetzt einfach mal an. Den lassen wir mal hier stehen und lassen wir mal trainieren. Kriegt der XP. Ja, dich lassen wir hier stehen zum trainieren. So, die Stadt ist angeschlossen, die nicht. Okay. Kurz orientieren. Hier hätten wir Kultur, Nahrungsmittel, Baracken, naja, machen wir mal die Kultur. Wir haben keine Bewegung mehr. Oh Gott. Habe ich jetzt so viele Truppen so komisch bewegt? Der Kriegselefant hat unseren Scout getötet. Scheint auch die letzte militärische Einheit tatsächlich zu sein. Persien ist das nächste Weltwunder. Also ich glaube, den Umgang mit Weltwundern, den muss ich eindeutig noch lernen. Da geht mir viel zu viel flöten. 14 Hämmer, dafür minus 4 Forschung, aber das ist natürlich schon heftig hier eigentlich. Machen wir mal. Jetzt nur die Frage, wir könnten
Ja, eigentlich nichts mitnehmen. Dann gehen wir auf jeden Fall eins rüber. Bewegungspunkte. Sehr schön. Machen wir mal ein paar Upgrades. Ich meine, wenn wir die Punkte schon haben, dann können wir das auch gleich mal machen. Mal reinschießen bringt wahrscheinlich nichts. Ah, doch, wir können einfach reingehen. Babylon wurde vernichtet. Zum ersten Mal, dass eine Kultur in dem Spiel oder ein gegnerisches Reich von mir ausgerottet wurde oder überhaupt ein Krieg positiv verlaufen ist. Ja, haben wir das auch mal gesehen. So, wir ziehen unser Militär ein bisschen anderweitig zusammen. Wir müssen uns jetzt für andere Kriege rüsten. Wir stellen uns mal hier auf zur Verteidigung schon mal gegen Persien. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, die Assyrer sind unser Feind. So. Dann wollen wir hier eine Straße rüberbauen. Da schlagen wir ganz viele Fliegen mit einer Klappe. Oh, hier hinten. Camp ist gut. Camp ist gut. Wie schaut das aus mit Weltwundern eigentlich? Puh. Puh. Puh, 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 puh. Ja, nein, wir werden nichts davon erstmal auf absehbare Zeit bauen. Wird es oft gesehen, wir brauchen viel mehr Steine. Bauen wir mal wieder ein paar Steinbrüche. Obwohl wir 100 die Runde eigentlich machen. Ja, das ist eh schon eigentlich der Hammer. Marcus Julius, der Händler, wird exiliert. Oder wir werden einen Affenhalter mal wieder. Marcus Julius, der Händler, der Merchant. Ein Tutor, dafür kriegen wir einen Haufen Ruf bei einer Familie und zwar bei Fabius. Machen wir. Nehmen wir den Ruf der Familie mit. Oh, da kriegen wir noch mehr Ruf. Hätte ich das mal gewusst, das minus 10 Bewegung alle Städte. Was? Dafür plus 30 Hämmer. Achso, das kriegen wir auf jeden Fall. Die Frage ist nur Ruf oder zwei Militär. Dann machen wir auf jeden Fall den Ruf. Ganz schön viele Familienmitglieder. Und die anderen auch so viele, ja. Na, die nicht. Okay. Interessant. So. Was bauen wir denn hier? Wie wäre es? Forum 2, Treasury 2, okay, Archiv 2. Wir haben alles hier. Vier Bürger, aber erst ein einziges Gebäude, wo wir einen Bürger reinsetzen können. Ja, wir müssen dringend unsere neuen Städte mehr ausrüsten. Oh, Elefanten. Ja, die wollen wir. So, hier müssten wir überall noch ein bisschen. Achso, die Städte gehören uns noch gar nicht, obwohl es Babylon nicht gibt. Okay. Aber wir wollten uns ja eh hier aufstellen, deswegen. Tun wir das mal. Du bleibst mal noch hier unten stehen. Und der Rest stellt sich ein bisschen Richtung Persien. Nur falls die Perser auf irgendeine doofe Idee kommen, stehen wir bereit.
So, was wollte ich denn jetzt eigentlich wohin stellen? Die wollte ich eigentlich hier rüberstellen, gell? Die zwei. Dann gehen die mal darüber in Richtung Assyrien. Und dann schauen wir mal, wo es die nächste Kriegserklärung gibt. Irgendwie habe ich vor vier starke Städte. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das sehr lange dauert, bis wir den nächsten Krieg an der Backe haben. Das war jetzt hoffentlich die richtige Stadt. Akkad. Ja, okay. Passt. Ah, Persien möchte. Achso, kein Tribut von uns. Sondern einfach nur 100 Ruf und 10 Legitimität für 55 Gold und 275 Nahrung. Ich wäre ja durchaus verlockt, das zu tun. Die Perser. Gold und 275 Nahrung. Wobei ich ehrlich gesagt gestehen muss, der Perser ist ja eigentlich, wenn man so mal auch auf die Punkte schaut, tatsächlich der größte Gegner von uns. Aber wenn, dann würde, eigentlich dachte ich mir, ich stürze mich lieber erst auf die Assyrer hier hinten. Das wäre mir irgendwie lieber. Legitimität sind halt mehr Bewegungspunkte, aber wir kriegen momentan echt, es ist eigentlich, geht weg, ich gebe euch kein Geld und keine Nahrung, kümmert euch um euer eigenes Reich, ihr widerlichen Nachbarn. Zwei Kultur oder eine Forschung? Zwei Kultur per Level, na, das machen wir auf jeden Fall. Ein Bürger oder fünf Bewegung und ein Scout. Na, nehmen wir den Bürger momentan mit. So, was können. Oh! Hier haben wir unseren Swordsman. Level 1. Machst du Unruhe? Nein, du bist aus. Ah, ich weiß, was wir bauen. Neuesten Disciple. Wir müssen noch ein bisschen konvertieren. Direkt zwei Bürger. Ich baue ja hier jetzt tatsächlich noch einen Worker, auch wenn hier eh schon einer unterwegs ist. Bei 15 Runden. Boah, das ist viel. Dann machen wir lieber hier so ein bisschen, machen wir mal ein Archiv. Ist mir lieber, es geht ein bisschen schneller und wir holen uns lieber den, den Worker irgendwo, wo es schneller geht. Ja, denkst du, 12 Runden. Aber das ist ja auch die eroberte Stadt. Die muss vielleicht auch noch ein bisschen erst in die Puschen kommen, überall mal reparieren. Schaut's nie aus. 11 Runden. Okay, bauen wir eine Treasury. Hier haben wir noch nichts. Neapel, was sagst denn du? 10 Runden. Es wird besser, aber immer noch zu viel. Drei Bürger. 1, 2 und 3. Straße. Neapel. Ja, dann schließen wir jetzt hier oben mal die Kultur an. Die Farbe, glaube ich, ist das. Der nächste Priester, oder was ist es denn eigentlich? Mönch, Priester, gute Frage. Oh, guck mal, wir könnten den Tempel von Salomon bauen. Die Frage ist, wo können wir den hinbauen? Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt übers Wasser hier bis hier rüber gegangen.
Jewish Temple, mit sowas habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Also fürs Weltwunder würde ich jetzt eigentlich sagen, oh, okay, dann gehen wir jetzt nochmal schnell zurück, ja. Wo muss der hin? Urban, okay, hier hin? Genau, 400. Ach, 400 Hämmer. Nein! Oh, ich habe jetzt nur gesehen, Hold 21 Gold. Geile Geschichte, mach mal. Tja, denkste. Denkste. Bauen wir hier mal so einen Tempel auf jeden Fall. Müssen wir uns mal ein bisschen mit beschäftigen. Du bleibst stehen. So, dich können wir einfach dabei mal schlafen lassen. Dich upgraden wir noch. Dich heilen wir. Heilung. Dann kriegst du eine Beförderung gegen, nein, für Defense, also mehr Verteidigung. Du bleibst, ah, nee, du kriegst auch eine Beförderung. So. Und ihr, ich habe hier Militär, ich habe hier Militär. Das ist die Frage, ich stelle es hier hin, das Militär. Dann habe ich bei jeder Stadt hier ein bisschen was stehen. Und wenn wir angreifen sollten, kann ich geballt direkt auf Haran losgehen. Aber eigentlich ist es ja jetzt nicht gerade viel Militär, gell? Zwei, drei, fünf Einheiten. Na gut, wir haben so viel Bewegung momentan. Wahrscheinlich kann ich eh kräftig hinterherziehen, wenn es wäre. Ich bin jetzt der Eroberer. Ja, stimmt, stimmt. Kann ich nicht widersprechen. Kann ich nicht widersprechen. So, der nächste Gouverneur. Jetzt wird es aber langsam ärgerlich. Also, unsere Königin werden wir definitiv nirgendwo einsetzen. Sorry, Königin, aber du bist einmal absolut scheiße als Gouverneur. Minus 1,2 Hämmer, dafür Geld und Forschung machen wir. Brauchen auf jeden Fall ein paar Gouverneure noch. Jetzt ist die Frage, ob wir uns den nächsten Siedler, Worker krallen. Ja, werden wir tun. Wir gehen ein bisschen hier hinter. So, was könnten wir denn bauen? Oh, Unruhe ist sehr hoch. Hier bauen wir Festival. 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 Sind die eroberten Städte auch? Hier schaut's gut aus. Hier schaut's gut aus. Drei Bürger. Wir könnten's hier auf jeden Fall einen hinstellen. Dann machen wir noch ein bisschen mehr Stein. Ja. Hier können wir noch eine Eisenmine draufhauen. Das ist unser neapolitanischer Arbeiter. Ne, wir haben. Nein, unser Arbeiter von Capua. Ja, hier auch gleich ein Ministerium. Sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Gefällt mir wirklich gut. Du bleibst. Eigentlich müssen wir dich nicht mehr stehen lassen. Rüber. Hier nochmal eine Beförderung. Upgrade. Dann die nächste Beförderung. Melee oder Ranged oder mehr. Ja, machen wir mal. Verteidigung ist immer gut. Attack across the river. Na, Guard. Oh, Eagle Eye. Oder VS Melee. Machen wir mal Eagle Eye. Du kriegst auf jeden Fall Combat. Dann nochmal Combat. Oh, jetzt geht unser Militär ganz schön runter. So. Nächstes Jahr, aber wir sind bei einer halben Stunde. Deswegen werde ich jetzt direkt mit Start der neuen Runde die Folge beenden. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Servus.